Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um den Bereich Modellflugsport. Und wir sind heute auf dem Modellflugplatz der Fliegergruppe Moosbach. Und wir fliegen heute mit einer Turbotimber. Und ja, ich will einfach ein paar Kunstflugfiguren einüben, wie Messerflug oder was weiß ich. Es gibt noch so viele andere Kunstflugfiguren, die man einüben kann. Rückenflug, alles Mögliche. Und ich würde sagen, lehnt euch zurück und habt Spaß. So, jetzt machen wir mal eine Rolle. Hat eigentlich nicht so Problem. Ich sehe es halt nicht. Also die Rolle funktioniert mal super. Ich sehe es halt nicht. Okay, jetzt komme ich tief. Dann probieren wir mal einen Turn. Okay, das war kein Turn. Modell kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist ideal, um in den Modellflugsport einzusteigen. Es kann von rasant bis zu sehr gutmütig fliegen. Und ja, es ist ein Modell für jedermann. Wenn man auf dem Modellflugplatz ein Lehrer-Schüler-Coaching hat, dann würde ich das empfehlen. Ihr seht hier, das wird sehr schnell, wenn man aufs Gas tippt. Steigleistung kann man sich auch nicht beklagen. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das gutmütig ist. Man kann sehr präzise und langsam auch damit fliegen. Also auch für diejenigen, die kein hektisches Modell wollen, ist dieses Modell auch wirklich sehr geeignet. Die Landung gelingt ebenso unkritisch. Ihr seht, das ist wirklich ein gutmütiges Flugmodell. Alle technischen Daten werde ich euch in der Videobeschreibung erläutern. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das sich im Rückenflug verhält. Dazu gehen wir aber erstmal auf Sicherheitshöhe. Da sieht man es ja gar nicht mehr. Rückenflug geht auch gut. So, jetzt probieren wir mal eine Landung. Diese wird ebenso unkritisch sein wie das Flugverhalten. Man kann hier wirklich tief reinstechen und dann einfach präzise und weich aufsetzen. Genau, das war jetzt nicht weich, aber das war das Gras. Ja. Freut mich, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich ebenfalls freuen. Bis dann, euer Erzählfreak. Ciao!